Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer schönen Dachbodenwohnung bei 7 Days to Die. Es ist Tag 2, es ist wieder hell und wir werden uns sofort auf den Weg machen. Uns ist, ich weiß nicht, ob uns warm oder kalt ist. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Wir werden direkt nach draußen gehen. Ja, ich leide immer noch ein bisschen hier an. Ja, fühle mich noch ein bisschen unwohl gerade so. Muss erst wieder ein bisschen reinkommen in 7 Days to Die. Die neuen Zombies, die machen mir noch ein bisschen Angst. Weil die halt nicht so geradlinig wie früher laufen, sondern immer hin und her taumeln. Darüber hinaus muss man die auch erstmal zu Boden schlagen und dann weiter behaken. Von dem her gestaltet sich alles ein bisschen schwieriger als früher. Da möchte ich noch ein bisschen ruhiger an die Sache herangehen. Wobei aber wir müssen an dem heutigen Tag, wir müssen einfach jagen gehen. Zum Ersten holt uns sonst der Teufel, weil wir einfach so verhungern werden. Und zum Zweiten, wir brauchen natürlich einen Haufen Leder und Leder und Leder. Oh, hier geht's anscheinend zu einer Straße, das ist schon mal sehr geil. Genau, wir brauchen Leder, 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 Leder für eine Forge. Genauso wie wir haufenweise Federn bräuchten. Oh, hier werde ich mir gleich doch mal ein bisschen Clay einpacken. Alter, wie geil ist denn das? Alter, wie geil ist das? Der Boden, der baut sich so nach und nach nur ein bisschen ab. Bis er letztendlich wie früher einfach droppt. Das ist ja geil. Das ist echt geil. So, da muss ich noch mal überlegen, was brauchen wir für die Ziegel. Ich würde erstmal einfach ein bisschen Clay mitnehmen. Ich muss ja dann mal schauen, inwiefern ich Ziegel herstellen kann. Und dann eben später auch unsere gute alte Decayed Bricks, also hier mit Erde zusammen. Aber wir werden uns heute eifrig dran halten, hier ein bisschen jagen zu gehen und sowas. Ich muss hier mal ein bisschen ummodeln. So, da machen wir hier schon mal, wie heißt gleich wieder? Cloth Fragments. Kann man auch normale Bandagen herstellen. Kostet jetzt 2. 2, ja, das ist angenehm. Dann kann ich mir nämlich hier mal die normalen vielleicht aufsparen für später. Wie viele Pfeile haben wir? 12 Pfeile. Das ist ja nicht so der Hit. Oh mein Gott. Federn, Federn, Federn. Und anscheinend ist der Bär wieder mal. Oh, oh, oh. Ist das Potassium? Halleluja. Mache ich mir jetzt einen Ring drauf. Kann ich hier. Safe Waypoint. Das ist ja geil. Potassium. Da will sich doch schon was anschleichen, oder? Mal gleich nochmal Arrows hinterher. 20 Stück. Das ist nice. Anscheinend ist bei mir, ich hab nichts rumgemodelt an den Einstellungen, Spielschwierigkeit etc. Ich dachte mir, normal sollte schwierig genug sein, vorerst mal. Wie gesagt, ich muss mich erst wieder ein bisschen einspielen und von dem her habe ich das einfach mal alles auf normal lassen, genauso wie auch hier die Loot Quantity, glaube ich, ist es. Alter, und hier haben wir Kohle. Gleich noch mal ein
Save Points. Coal. Sehr geil. So, hier haben wir gleich noch ein Auto. Aber das lässt sich wohl bloß zerlegen. Sieht jetzt nicht so aus, als ob man da irgendwie was looten könnte, leider. Ach genau, und ich habe es letztes Mal vergessen, die ganze Zeit, dass ich ja auch noch hier zielen kann besser. So, haben wir den schon, oder? Ja, das war jetzt suboptimal. Sollte ich ihn am Anfang besser auf... Ah, genau. Zum Beispiel jetzt schon mal. Wellness decreased, sehr geil. Sollte ich aufpassen und mich einfach auf den Fernkampf konzentrieren. Wie, was, wo, wie. Was fehlt uns? Holz fehlt uns. We need some wood. Eieiei. Na, wie gesagt, erst ein bisschen auf den Fernkampf gehen, wie immer. Ich bin ja, wie gesagt, immer so ein bisschen darauf bedacht, ja, nicht total dämlich einfach hier rumzulaufen und alles kurz und klein zu prügeln, nach Möglichkeit. So, gleich geht auch meine Axt kaputt. So, reparieren wir mal schnell. So, Arrow wieder, zack, 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 Maximum. Gefällt mir. I like it. Genau, wir müssen aber nachher mal noch was Leckeres zu essen machen, denn... wo sehe ich das? Hier sehe ich das. Essen sieht nämlich wirklich schlecht aus. Wir haben zwar ein paar Eier, die wir vielleicht kochen könnten. Habe ich schon leere Gläser? Jawohl. Ich weiß nämlich gar nicht, ob wir eine Toilette haben, beziehungsweise ob das mit... Oh, you are wet. So, jetzt. Vorsichtig, nicht, dass ich hier wieder gleich raussauf. Ah, da hinten ist noch einer. Es ist natürlich die Frage. Genau, zum Beispiel, ob ich hier... Ist das... Wow, you are level 2. Ach, da ist der, okay. Und? Ja, wollo, geilo. Bam. Läuft gar nicht schlecht. Trotzdem, ich hätte gern irgendwas zu jagen hier und nach Möglichkeit keinen Bär. Wobei ich sogar wieder sagen muss, anscheinend haben wir immer noch das gleiche ja, Problem. Problem eigentlich. Wie in der Alpha 12 noch. Dass, wenn ich aus dem Spiel rausgehe und wieder ins Spiel reingehe, dass die ganzen Zombies außenrum despawnen. Okay, persönlich, naja, man kann es als Vorteil sehen nach wie vor, dass ich dann einfach meine Ruhe habe. Zum anderen ist es natürlich schon, dass man sagt, nee, ich sagte jetzt auch mit dem Bär vor der Haustür, eigentlich wäre es ja cooler oder... Wenn der da draußen auch bleibt, dann kann man sich darauf vorbereiten und den dann irgendwann mal jagen gehen. So, Holz. Machen wir den Baum mal komplett platt. Ich glaube ja. Und die Axt hält schon wesentlich mehr aus. Es ist heute auch, also wir haben bei mir Montag. Montag 5 Uhr haben wir, glaube ich, genau. Es ist vorhin schon wieder ein Patch rausgekommen. Da haben sie schon ein bisschen den Knüppelschaden auf Blöcke genervt. Hier ein bisschen Schaden der Axt angehoben und Effektivität. Also, sie sind schon wieder hart dran, hier alles Mögliche direkt einzustellen, was direkt an Bugs noch ist direkt. Finde ich sehr geil, Funpimps, hooray. Das könnten sie mal machen, dass das vielleicht auch im Inventar drin bleibt, also in der Hotbar unten. Und wir müssen uns beeilen, wir haben nach wie vor keine Zeit. Das war, glaube ich, der öfters genannte... Oh ja, jetzt bekommen wir langsam Hunger, scheiße. Der öfters erwähnte Satz in die Alpha 12 von mir. Wir haben keine Zeit.
noch mehr Kohle. Das ist geil, das muss ich mir echt merken, dass hier überall Kohle rumliegt. Und da bitte ich euch auch drum, falls ich das wieder mal vergessen sollte zwischendrin, schreibt es mir doch bitte unten rein. Scavenging, jawoll. 10, 10, 10, 10, fehlt uns noch was? Nee, wir haben richtig gut schon langsam Arrows, finde ich sehr geil. Jetzt braucht man nur mal was zum Jagen. Wow, High Speed Downhill. Patronenhülsen. Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Gleich nochmal einen hinterher. Das mit aus der Hüfte schießen, das üben wir nochmal. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Haben wir. Jawohl. So, bitte, 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 liebes Auto. Gib mir irgendwas zu essen. Gib mir irgendwas zu essen. Wir verhungern jetzt dann gleich. Iron Arrowhead. Ja, wir haben zumindest schon mal einen Painkiller gefunden. Cloth. Ja, einfach mal ein bisschen jagen. Ah, Duct Tape jetzt schon. Oh, 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 oh. Ich sehe ein kleines Dorf. Und hier ein neuer Crawler, oder wie sieht denn das aus hier? Ach du Hage. Jetzt geht's aber los hier. Und das meinte ich hier mit dem Rumgetorkel. Es ist nicht so einfach mehr. Alter, und wie viel hält denn der Crawl aus, bitte? Bin ich denn oder was? So, jetzt aber hier. Ja, hat einen Kleber dabei. Ah, okay, wenn man jetzt hier. Wenn man jetzt länger auf R bleibt, kann man schön auswählen, welche Munition man hernehmen will. Sehr geil. Oh. Noch ein kleines Haus. Das ist sehr geil. Da ist vielleicht, vielleicht, vielleicht was zu essen drinnen. Aber auch natürlich Zombie-Bobs. Ja, komm noch her, du. Alter, sieht der geil aus. Schlecht. Hatte der was dabei? Mist. Weiß schon wieder nicht drauf geachtet. Ja klar, und die Tür ist wieder mal zu. Oh, das geht schon ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Also ich hoffe natürlich. Ich hoffe natürlich, dass das ziemlich schnell hier ein bisschen besser wird. Ich habe auch schon gelesen hier, glaube der Asterix war es. Der ist schon am Tag 9. Ja, das ist natürlich, wenn man das hier wieder ein bisschen durchsuchtet. Die Zeit vergeht ja relativ schnell. Ich muss mal sagen, ein Tag dauert ja knapp eine Dreiviertelstunde, war es, glaube ich. Von dem her, Tag 9, ja, so schön 8 Stunden durchzocken. Aber das bringe ich natürlich nicht zusammen so schnell. Weil ich spiele ja meistens leider nur noch die Spiele dann fürs Let's Play. Ja, wenn man halt 3, 4 Spiele hat, dann summiert sich das halt, da kann man leider nicht immer eins durchsuchten bis zum totalen Vergasung. Ach nö, jetzt, oder? Das war hier erst Stufe 1. Ne, genau, man kann das halt, wenn man auch dann noch auf die Kommentare reagieren möchte und so, kann man das halt nicht mal schnell 5 bis 10 Stunden spielen.
Weil dann hätte ich Aufnahmen für 3 Wochen und das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Also da müsste mir immer ein bisschen verzeihen, wenn ich halt nach einer Woche dann insgesamt erst 3,5 Stunden Spielzeit habe und vielleicht vieles noch gar nicht weiß oder ja, halt einfach nicht die Erfahrung dann habe, wie andere Leute, die dann nach 3 Wochen halt schon 20 Stunden drauf haben oder 30 Stunden, keine Ahnung. Das ist immer so ein bisschen Bedenken. Und wie viel Uhr haben wir denn eigentlich schon wieder? Ach, wir haben schon wieder 13 Uhr. Alter, das läuft hier und ich kriege jetzt schon langsam Bammel vor Tag 7. Also wir sind jetzt schon hart am Verhungern. Das haben sie anscheinend ein bisschen angehoben, dass man schneller hungrig wird. Wir könnten eigentlich ein paar Woodframes machen. Ja, machen wir mal 13 Stück, einfach, dass wir schon mal welche haben. Denn vielleicht möchte ich mir noch eine kleine, ja, auf das Dach so ein kleines Plateau wieder rausbauen, dass ich hier ein bisschen Übersicht habe und vielleicht sogar ja, die gute alte Avonacho-Brücke. Ah, natürlich findet man hier nichts. Ein Bett kann man nicht mehr einfach aufsammeln. Komm, essen, 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 essen. Ein Kaffee. Ah, sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Oh, eine fette Beef-Ration. Hier gleich hinterher. Wie stehen wir da? Es geht. Es geht. Stahlrohr natürlich nicht. Ich glaube, da muss ich mir erst was craften. Wobei es wäre natürlich schon von Vorteil, wenn ich ein Stahlrohr finden würde. Okay, Vitamine haben wir auch schon. Was ist das hier? Das ist Glut. Okay, zumindest haben wir Gott sei Dank was zu essen gefunden. Hier nochmal in den Müll kurz reingucken. Und so langsam aber sicher wieder Richtung Heimat schon langsam. Muss ich fast hier ein bisschen durchs Gemüse noch ein bisschen Federn suchen. Hier hatte ich doch gerade noch was gesehen. Yeah, Miss Crafting geht nach oben. Und ich finde das angenehm irgendwie hier, dass wie der Wind weht und die Vögel ein bisschen zwitschern so. Na, ich brauche auf jeden Fall mehr Federn. Und es ist noch ein bisschen Umstellung, dass jetzt der Kompass oben dran ist. Vielleicht sollten wir hinterher noch ein bisschen Holz wieder mitnehmen. Und ich glaube, das ist nicht hier das Beste zum Holz abbauen. Ja, hier brechen wir mal kurz ab. Kann das sein, dass das schon immer nach dem Reparieren wieder um einiges besser ist? Irgendwas? Lebt hier irgendwas? Ist so verdammt ruhig. Oh mein Gott. Es ist zu ruhig. Kann man mal ein bisschen Kohle, aber nicht viel. Ich glaube, das ist besser, wenn man das für später aufhält, so Kohle. Und die dann erst abbaut, wenn man sie wirklich effektiv abbauen kann. So, 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 so. Pack mal hier mal ein bisschen Holz, machen gleich noch ein paar Arrows hinterher. Kann ich, gibt's hier irgendwo vor? Ah, das sind die Favoriten. Arrow, der kommt mir gleich zu den Favoriten rein. 7 Pfeile, naja, ist jetzt nicht so die beste Leistung. Ich brauche unbedingt irgendwo ein Stahlrohr her. Also wenn ihr da schon mal was wisst, Stahlrohr, haut's unten rein. Wenn man das irgendwo normal raushacken kann, vielleicht hier mit der Stone Axe. Reparieren wir gleich nochmal das Ding. Oh, hier ein Bow gleich mal repairen.
Bevor wir auf einmal hier mit kaputten Bogen dastehen. Jawohl. Und wie es mir scheint, Kacke, da habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeschaut. Ich bilde mir ein, dass gerade eben dass der Bogen ein bisschen besser geworden ist durchs Crafting. Lass den Kopf oben, du Spacko. Oh. Mama. Jetzt hat er wieder einen Kaffee dabei. Wo ist denn eigentlich meine Hütte? Ah, da, so weit vorne. Ich möchte mich eigentlich noch gar nicht so weit weg entfernen und zu der Stadt wollte ich eigentlich auch noch nicht hin. Ich glaube, ich schieße dem immer in die Schulter, deswegen. Alter! Hat er das gerade gesehen? Alter, dem ist der Kopf platzt. Ist wieder mal die Hitbox von der Sau irgendwo. Irgendwas ist hier verdammt. Funktioniert doch schon wieder nicht hier. Das ist gerade sehr, sehr schlecht. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Hallo, Lady. Ach nee, jetzt bekomme ich hier nichts raus, oder wie? Verdammt. Ach scheiße, ich brauche ja erst hier so ein Messerding. Ja, super. Tada. Ich hoffe, das reicht. Oh, was hatten hier gerade? Ach, das war wieder ich, wo Kraschen hat. Jawohl, ein Antibiotika und ich hab. Och nö, mein Schwein ist gerade zermatscht. Och, wie gemein ist denn das? Habe ich das Schwein dann vorher getroffen gehabt? So eine Kacke. Naja, okay. Ich muss leider an dieser Stelle schon diese Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann immer noch auf der Jagd. Ich brauche noch ein bisschen mehr Stuff hier. Kacke. Jetzt müssen wir jetzt schon Zeug wegwerfen. Na, nicht Repair, Trottelkopf. Scrappen, genau. So. Machen wir hier noch ein paar Dinge. Craften die gleich mal. Genau, ich beende an dieser Stelle die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.